na. Heilboot! Beide Inseln für euch ganz neu aufgelegt mit den neuen Methoden Schleppangeln, Tiefseeangeln, Tilten und Gummifischangeln. Da schauen wir doch mal, was wir für euch in den Kasten bekommen. Kommt mit! Spinnerblatt und Geräuschkugeln. Mhm. Vielleicht der gewisse Kick. Na dann. Oh, ja, da ist er. Binder und die dicken Fische. Es hört nicht auf. Super. Wenn nichts geht und man sagt, wir fahren rein, fahrt nicht rein ohne Wobbler raus. Mittlerweile zeichnet sich aus, dass wir auch mit der Pose fischen. Ja, aber schöne Fische hier. Doch, heute. Doch. Wer mag, zum Vegetieren genau die richtige Größe. Hering oder Makrele? Hering. Also ich hatte erst eine Makrele, die hat mir einen Fisch zerbissen. Da habe ich gedacht, ach, dann nehme ich jetzt lieber einen Hering. Aber ich glaube, beides ist gleich gut. Weil die beiden Köderfische haben sehr großen Fettgehalt. Und das hilft natürlich auch zum Anlocken. Neben natürlich meinem System. Spinnerblatt, Geräuschkugeln und Oktopussy fürs Auge. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Fisch. So, drei längs innerhalb von 2 Stunden. Das reicht und das zum Ende mit dem richtigen Knaller. Feierabend mit Längfischen. Oh, yippie! Genau, auf Läng. Schwitzen ohne Ende hier. Und wieder so ein toller Dorsch. Dafür sind wir hier. Genau dafür. Kommt nach Hitra oder nach Furien. Egal welches Camp. Auf dem Wasser sind die Fische. Kleiner werden sie nicht gerade. Die Größe der Köder, mal ganz kurz. 15 cm Gummifisch, 100 Gramm Fischkopf. Ja, also wer einmal von einem Haus, von einem Wochenendhaus in Norwegen träumt, der ist hier. Genau richtig, bei Jakob Brüller. Da kann man einen großen Dorsch fangen. Aber wenn man gezielt eine Scholle fangen will und fängt so ein tolles Exemplar, ja, dann hat man doch alles richtig gemacht. An Bord, Kegu. Und was hat er gefangen? Echten wilden Lachs. Wow. Der erste in meinem Leben. Geil. Ja? Gummifische pickt man nicht. Gummifische, wenn sie auf Grund aufgekommen sind, führt man. Oh. Das ist ja eine
Richtiger Brocken. Alles voller Fisch hier. Das Motto des Filmes? Zurück in die Vergangenheit? Hat sich etwas geändert? Ja, hat es. Und das sogar extrem. Und da reicht im Moment zurück in die Zukunft nicht mehr der Pilger. Sondern da müssen wir schon, um auch vielseitig zu fischen, und das ist uns gelungen, anders fischen. Ja, und so sind wir mit allem durch. Denkt an die Wobbler. Jeder Guide hier erzählt von den Wobblern. Und jetzt machen wir Schluss mit dieser Abschlussbesprechung. Kommt in die Unterkünfte des Reiseveranstalter Kingfisher Reisen. Schaut euch den Film von mir an. Nutzt ihn als Vorbereitung. Und deshalb sage auch ich von hier tschüss, euer Media Fishing Team und Thorsten Ahrens. Bis zum nächsten Dreh. Ciao.